super verträglich, weil wenn du diese hohe Retinolkonzentration hast, kannst du im Sommer nicht verwenden. Die kann bei die Oberschenkel, Dekolleté, Schulter, Arme, Ellenbogen. Es ist wie eine Spa-Behandlung. Wenn Sie im Hotel keine 300 Euro für eine Behandlung, Körperbehandlung ausgeben wollen, nimmst du das mit und dann machst du das schön im Spa-Bereich oder in deinem eigenen Zimmer. Es ist ein Traum. Sag mal, das hast du aber. Und an der Stelle bedanke ich mich wie immer ganz, ganz herzlich bei Ihnen zu Hause für Ihr Vertrauen, für die tollen Nachrichten, für so viele, viele nette Nachrichten von Ihnen und Fragen natürlich auch, wo wir Ihnen super gerne helfen. Und was mich so freut, dass so viele Kunden mittlerweile, sie haben so ein Wissen, sie wissen so viel über Kosmetik. Und gerade ist noch eine reingekommen. Ja, gerade ist noch mal ganz Liebe Yvonne, herzlichen, herzlichen Dank und vor allem auch genau das Richtige für den Sommer. Und jetzt gehen wir ein Schrittchen weiter. Und zwar, wenn wir an die Sonne denken und jede Jahreszeit hat ja, sage ich mal, man sieht es ja, wer einen Garten hat, der weiß, alles hat seine Zeit. Und genauso ist es in der Pflege. Und wenn wir das Nummer eins Grund nennen würden, warum, wenn wir in die Sonne gehen, wir vorzeitig altern und weshalb wir alle Lichtschutzfaktor auftragen sollten, dann würde jeder sagen, greift Kollagen und Hyaluron an und setzt freie Radikale und die Wellen, die gehen da rein, die stören die Haut. Stimmt, das stimmt alles. Aber der absolut stärkste Grund, ihre Haut zu schützen, das sind unsere Jugendzellen, die gebärfreudigen Zellen. Die sind im Zustand, die sind dafür da, die neuen Zellen zu bilden. Und die Sonne hat genau diese Wellenlängen, die UVA und UVB-Strahlen, die genau in die Ebene gehen, wo diese Jugendlichkeitszellen sitzen. Und das ist der Hauptgrund, weshalb, wenn eine Haut bestrahlt wird mit Sonne, Sie kennen dieses berühmte Bild von diesem LKW-Fahrer, der auf der einen Seite immer die Sonnenstrahlen hatte und der hier völlig verfaltet ist, wo man einfach denkt, boah, was für eine kaputte Haut. Und die andere Seite wirklich 20, 30 Jahre jünger aussieht. Das ist auch der Grund, weshalb eine Frau mit 50 oder mit 60 wie 80 ausschauen kann, wenn sie stark in die Sonne gegangen ist. Also ich kenne einige Frauen, die jahrelang in die Sonne gegangen sind, mit 50 wirklich schon ausschauen, obwohl die top gepflegt sind, wie eine 70-Jährige. Und denkst, oh, was kann ich da machen? Ihre Jugendlichkeitszellen, die wollen wir schützen. Hier drin, temporär so ein bisschen gebunden, hier auf Jahreszeit, auf die Aktionen, die wir hier bei HSE haben. Und dann haben wir genau gerade genug für unser Beauty-Institut und für unseren Webshop und hier für HSE. Und wir sind so schnell ausverkauft. Für welchen Hauttyp ist es? Edelweiß ist die typische Linie für die Sensiblen. Da würde ich meine Hand heben, da würde die Erika ihre Hand heben. Jeder, der nach Stärke